Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 31: Die Zaubertränke-Schülerin. Es war schon fast eine Obsession für Hermine, das Geheimnis um Harrys Gabe endgültig zu knacken. Sie hatte mit ihrem ehemaligen Lehrer für Zaubertränke einige Theorien aufgestellt, die es jetzt zu überprüfen galt. Soeben hatte sie Tüten von einem asiatischen Muggelrestaurant auf einem Tisch geleert, um etwas zu essen, bevor sie gemeinsam mit der Arbeit begannen. Plötzlich unterbrach eine tiefe, ruhige Stimme Hermines oberflächliches Gefasel über ihre letzte Reise nach Japan. »Miss Granger, es bedeutet mir viel, was Sie für mich tun«, sagte Severus mit einem eindringlichen Unterton. Snape würde sich mit Sicherheit nicht für das mitgebrachte Essen bedanken, dachte sich Hermine. Das passte auch gar nicht zu seinem ernsten Tonfall. »Was meinen Sie, Professor Snape?«, fragte sie, interessiert. Die vorherige Konversation über den Urlaub mit ihren Eltern war völlig vergessen. Severus räusperte sich und starrte auf die vielen Schachteln vor ihm, aus der bereits ein würziger Duft emporstieg. Der heutige Tag wurde nach dem üblichen Unterrichten der Dummköpfe für ihn sehr befremdlich. Hermine war, wie jeden Tag, nach ihrer Ausbildung zur Heilerin zu ihm in den Kerker gekommen, um mit ihm an Harrys Gabe weiterzuforschen. Heute kam sie freudestrahlend in sein Labor und verkündete, dass sie die angebotene Stelle als Zaubertränkeschülerin bei ihm annehmen würde. Gleich danach, als wäre nichts Besonderes geschehen, ging sie ausgelassen und lächelnd an einen Tisch und stellte ihn mit Schächtelchen aus der Tüte voll. Währenddessen, wie üblich, begann sie mit ihren Geschichten über ferne Länder und seltene Zutaten, die man dort finden würde. Er lauschte gern ihrer Stimme, die so frei von Sorge schien. Und er mochte ihre Geschichten. Hermine war ein Mensch, der eine Reise nicht zum Faulenzen nutzte, sondern so viel wie möglich in Erfahrung brachte. Während andere Muscheln am Strand sammelten, um sie als Souvenir mit nach Hause zu nehmen, eignete Hermine sich Wissen an, welches sie für immer behalten würde. Er bewunderte ihre Art. Sie war immer bestrebt, alles zu ergründen. Ihre Geschichten waren auch der Grund, warum sie heute eine Auswahl asiatischer Gerichte mitgebracht hatte. Gestern hatte sie davon erzählt. Von dem leckeren Essen in China und Thailand. Sie sagte, er müsste das auch unbedingt probieren. Während Severus wie versteinert auf dem Sofa saß, betrachtete er die redende und dabei immerwährend lächelnde Hermine, die die Plastikdeckel der Schälchen nacheinander entfernte und in die leere Tüte entsorgte. Sie schien sich nicht im Klaren darüber zu sein, was sie mit ihrer Zusage bei ihm angerichtet hatte. Während sie sich so unbekümmert und lebhaft mitteilte, verschlug ihm diese Zusage noch immer die Sprache. Sie hatte die von ihm angebotene Stelle tatsächlich angenommen. Severus war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Dieses Angebot hatte er ihr vor 2 Monaten in einem Anfall der Schwäche unterbreitet. Er hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie das Thema überhaupt noch einmal erwähnen würde. Erst nach Harrys Rede bei der Ordensverleihung hatte Severus sehr deutlich bemerkt, dass in ihm drinnen irgendetwas anders war, und das fand er erschreckend. Da ging eine Veränderung in ihm vor, die er sich nicht erklären konnte. Eine Veränderung, die ihn Dinge sagen ließ, die er niemals sonst von sich geben würde.
Und diese Schwäche, die ihm damals dazu veranlasst hatte, ihr das Angebot zu unterbreiten, die war auch nun wieder da, nachdem sie ihre Zusage gegeben hatte. Er wusste, dass er ihr damals das Leben erschwert hatte. Daher machte es ihn stutzig, dass sie so fröhlich die angebotene Stelle angenommen hatte und sie sich offenbar nicht mehr an frühere Zeiten erinnern wollte. Sie kannte ihn. Sie hatte ihn ertragen müssen. Sie wusste, wie griesgrämig und schlecht gelaunt er war, was für ein schwieriger Mensch er war, und doch schien sie sich sogar darauf zu freuen, bei ihm anfangen zu können. Sie musste sich bewusst darüber sein, dass sie beide jeden Tag lange und hart zusammenarbeiten würden. Aber taten sie das nicht jetzt schon? Severus fragte sich, warum er Bedenken hatte, sie als Schülerin zu haben. Beide arbeiteten doch jetzt schon so lange zusammen, und zwar auf freiwilliger Basis. Der einzige Unterschied mit ihr als private Schülerin wäre, dass sie bei ihm offiziell ihren Meister machen würde. Und trotzdem löste ihre Zusage etwas in ihm aus. Severus spürte erneut dieses Gefühl in ihm hochkommen. Kein besonderes Gefühl, nur überhaupt mal eines. Nachdem er ihr immer noch nicht geantwortet hatte, sprach sie ihn in einem besonderen Flüsterton an. Langsam drehte Severus seinen Kopf, um sie anzusehen. Hermine bemerkte auf der Stelle, dass Snapes Maske gefallen war. Dass er von etwas überwältigt worden war, was ihm aus der Bahn geworfen hatte. Seine Mimik vermittelte Dankbarkeit, aber auch Kummer. Ihren stets steinernen Professor hatte sie niemals zuvor so gesehen. Seine Gefühle spiegelten sich auf seinem Gesicht wider und in seinen Augen, die noch immer fast schwarz schimmerten, ihn jetzt jedoch so tief bewegt erscheinen ließen. Er hoffte innig, dass diese Gefühlsregung schnell wieder verschwinden würde. All die anderen Male, wenn jemand nett zu ihm war, kam ebenfalls diese überwältige Gemütsbewegung in ihm auf und verdrängte seinen Schwermut. Meist konnte er dieses Gefühl jedoch unterdrücken. Wenn nicht, dann verschwand es schnell genug, bevor er sich öffnen und er dem seltsamen Drang nachgeben konnte, seine tiefsten Gedanken preiszugeben. An dem Tag vor Schulbeginn verschwand es jedoch nicht, so dass er Dinge zu Harry gesagt hatte, die er unter normalen Umständen niemals erwähnt hätte. Und auch diesmal im Beisein von Hermine verschwand das Gefühl nicht, im Gegenteil. Denn es wurde so stark, dass es ihn übermannte. Ihre Zusage, seine Schülerin werden zu wollen, machte ihm klar, dass sie über den mürrischen Mann, der er war, hinwegsah und sie sich dem talentierten Zaubertränkelehrer anvertraute. Es würde sich auch sein Leben erheblich verändern, denn niemals zuvor hatte er eine Meisterschülerin aufgenommen. Jeden Tag würde er sie ansehen. Auch an den Wochenenden würden sie Zeit zusammen verbringen, um zu forschen und zu lernen. Mit einer Zaubertränkeschülerin an seiner Seite wäre er nicht mehr allein. Aus heiterem Himmel kam die Erkenntnis über ihn, ihre Handlung verstehen zu können, ihre Aussage begründen zu können. Mit zittriger Stimme erklärte Severus langsam, den Blick von Hermine nun abwendend, dass er für ihre Geduld sehr dankbar wäre, dass es nicht viele Menschen gäbe, welche sich die Zeit nehmen, seine Freundschaft zu erringen. Die Muße hätten bisher nur zwei Personen gehabt. Einer wäre vor Jahren Albus gewesen und der zweite wäre Harry. Sie wäre genauso hartnäckig und hätte nie aufgegeben. Zum Ende wurde seine Stimme zu einem Wispern, aber nichtsdestotrotz lauschte Hermine seinen Worten sehr aufmerksam und sie erkannte die Bedeutung hinter seinen Worten. Für sie war eben etwas geschehen, was eigentlich undenkbar schien. Er hatte ihr mit wenigen Worten
nicht nur seinen Dank entgegengebracht, sondern ihr auch verdeutlicht, was er von ihr hielt. Sie glaubte ihn zu verstehen, dieses Mal ein wenig Angst davor, doch falsch liegen zu können, erwiderte sie genauso leise. Es ist schön, dass Sie mich als Ihren Freund sehen. Und sie log nicht. Die ganze Forschung über Harrys Gabe hatte die beiden verbunden. Seit 2 Monaten war sie jeden Tag bei ihm und sie konnten sich ein wenig kennenlernen. Trotz allem war es immer Hermine, die ihm eine Unterhaltung aufdrängte und ständig erzählte und erzählte. Das war ihre Taktik. Sie bombardierte Severus mit ihren Erlebnissen und ihren Fragen. Bei der Menge an Gesprächsstoff fand sich nämlich immer wieder ein Thema, zu dem selbst der wortkarge Zaubertränkelehrer begeistert etwas beitrug. Heute Abend würde sie unbedingt mit den beiden anderen reden müssen. Was sich heute ereignet hatte, war mit dem gleichzusetzen, was Harry vor 2 Monaten mit Snape erlebt hatte. Es war ein erster, echter Hinweis darauf, dass mit Snape etwas geschah, mit dem er selbst überfordert schien. Seine Maske bröckelte, wurde aber von ihm selbst immer wieder beharrlich zusammengefügt. Hermine sandte Ron während einer Toilettenpause ihren Patronus mit einer Einladung für heute Abend bei Harry. Nachdem sie bei Snape fertig war, überrannte sie Harry mit dem Fakt, dass Ron heute noch vorbeikäme. Sie hatte völlig vergessen, Harry zuvor zu fragen, ob er überhaupt Zeit für sie hatte, aber er nickte lediglich. Für seine Freundin nahm er sich die Zeit. »Tu mir einen Gefallen, Mine. Warte drinnen bei mir und lass Ron rein, wenn er kommt. Ich möchte nur kurz spazieren gehen, ja?« sagte Harry mit abgeschlagener Stimme, die er zu verstehen gab, dass er kurz alleine sein wollte. Vielleicht war es der Stress, nun als Lehrer zu arbeiten. Möglicherweise nahm ihm die bevorstehende Trennung von Ron und Hermine jedoch mehr mit, als er zugeben wollte. Denn er wusste, dass diese Trennung anstehen würde. Die beiden hatten offenbar noch nicht miteinander geredet, aber sie stritten auch nicht mehr, weil Hermine so lange bei Severus arbeitete. Er ging davon aus, dass sie alle danach noch Freunde sein würden, wie früher. Aber was, wenn doch nicht? Die Zweifel nagten an ihm, sich nur noch je mit einem der beiden treffen zu können, weil Ron und Hermine sich gegenseitig meiden würden, war für ihn eine schreckliche Vorstellung. Und er machte sich Vorwürfe, Ron und Hermine durch seine Unterhaltungen beeinflusst zu haben. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, beiden vor Augen zu führen, dass sie offenbar nicht füreinander bestimmt waren und er ihnen deshalb nahelegte, miteinander über ihre Beziehung zu reden. Gedankenverloren schlenderte er zu Severus und betrat dessen Wohnzimmer. Der Hund freute sich über seinen Besuch, auch wenn er nicht ein 4. Mal an diesem Tag nach draußen durfte. Harry war nicht wegen des Hundes gekommen. Eigentlich hatte er im Moment nicht einmal Lust, mit jemandem zu reden. Und trotzdem hatte sein Weg ihn zu seinem Kollegen geführt. Sein Blick fiel auf Severus. Er saß mit hängenden Schultern und Kopf in sich zusammengesunken auf der Couch, blickte auf seine langen Finger und hatte Harry bisher nicht einmal bemerkt. Da überkam ihn der Drang, noch einige Worte zu verlieren. Nachdem Severus nicht auf seinen Namen reagiert hatte, schlenderte Harry auf seinen Kollegen zu und ließ sich neben ihm auf die Couch fallen. Im gleichen Moment schreckte Severus auf. Der Ausdruck von Angst und Verzweiflung verschwand sofort wieder, nachdem er sich in Harrys Gegenwart wusste. Er schluckte einmal und fragte ungewohnt zaghaft: Harry, kann ich etwas für Sie tun? An Ron und Hermine denkend, philosophierte Harry mit Trübsinn in der Stimme. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht ändern sollte, nicht wahr? Ohne auf eine Antwort zu warten,
vertiefte er seinen Standpunkt, indem er sagte: Besonders wenn es nicht um einen selbst geht. Man muss Dinge um sich herum manchmal einfach geschehen lassen. Es wäre eigennützig, sich in das Leben anderer einzumischen. Meinen Sie nicht? Mit konfusem Gesichtsausdruck starrte Severus seinen jungen Kollegen an. Worte verließen seinen Mund erst, nachdem er ein paar Mal geschluckt hatte, bevor er mit Bedacht sagte: Vielleicht, Harry, ist es manchmal von Vorteil zu intervenieren. Besonders dann, wenn nicht mit aller Deutlichkeit verneint werden kann, dass dies nicht erwünscht sei. Als Harry zuhörte, tat er es Severus gleich und betrachtete seine eigenen Hände, an denen zwischendurch der Hund begrüßend leckte. Erst nach einem kurzen Augenblick stutzte Harry über die Worte. Severus wusste doch gar nicht, dass er von Ron und Hermine gesprochen hatte. Zu Severus blickend bemerkte er, wie dieser eine Hand gegen die Stirn presste. »Geht es Ihnen nicht gut, Severus?« fragte Harry besorgt. Mit verzerrtem Gesicht und geschlossenen Augen zischelte Severus angestrengt, gleich so, als würde er unter Schmerzen leiden. »Es geht schon. Ich brauche nur etwas Ruhe.« Den Wink verstand Harry, und obwohl er Severus in diesem Zustand nicht alleine lassen wollte, rief er sich ins Gedächtnis zurück, dass Ron und Mine auf ihn warteten. Mit flüsternder Stimme machte Severus auf die Tatsache aufmerksam. »Sie waren doch heute schon dreimal mit dem Hund draußen.« Offenbar war ihm wirklich nicht nach Gesellschaft zumute, weswegen Harry lediglich nickte und sich dann besorgt klingend mit den Worten verabschiedete. »Dann bis morgen?« »Ach, Harry«, sagte Severus noch schnell, bevor er zur Tür herausgehen konnte. Mit weit aufgerissenen Augen zeigte Harry seine Aufmerksamkeit, bevor Severus erklärte: »Die Stelle, die sie mir beschrieben hatten. Ich meine die Stelle, wo die Hunde den einen Abend so gebellt hatten.« Harry schloss die Tür wieder, wandte sich zu Severus und fragte neugierig: »Ja?« Er konnte sehen, wie Severus innerlich etwas von sich abschüttelte, damit er wieder der Alte war, bevor er aufstand und plötzlich wieder mit sehr kräftiger Stimme erklärte: »Es ist möglich, dass dies die Stelle war, an der man Creatures Leiche gefunden hatte. Es war zumindest ganz in der Nähe, wie Filch mir erzählte.« Harry schenkte ihm ein Lächeln, bedankte sich bei Severus für die Information und verabschiedete sich ein zweites Mal von ihm. Ob Severus diese Information nur durch Zufall erhalten hatte oder ob er Harry zuliebe gezielt deswegen nachgefragt hatte, war ihm nicht klar. Aber es war schön zu wissen, dass Severus ihn und diesen seltsamen Abend nicht vergessen hatte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.